Herzlich willkommen am Institut für thermische Turbomaschinen und Maschinendynamik der Technischen Universität Graz. Wir betreiben Forschung rund um die Luftfahrt, im Speziellen um das Flugtriebwerk. Heute möchte ich erklären, wie so ein Flugtriebwerk funktioniert. Wir stehen jetzt vor dem aufgeschnittenen Modell eines Saab-Traken-Triebwerks. Das ist noch ein sehr einfaches Triebwerk und es wurde gebaut, damit ein Kampfjet relativ schnell fliegen kann. Ein Flugzeugtriebwerk ist eine luftatmende Maschine. Das bedeutet, Luft wird vorne angesaugt, in dem Triebwerk beschleunigt und am Ende kommt es viel schneller wieder heraus. Gehen wir die Komponenten Schritt für Schritt durch. Also nach dem Ansaugen transportieren viele Schaufelräder, die sich relativ rasch drehen, die Luft durch das Triebwerk. Man sieht, dass am Anfang hier die Schaufeln immer kürzer werden, bis hierher. Das bedeutet, dass die Luft komprimiert wird. Das nennt man, das ist der Verdichter. Ähnlich wie bei einer Fahrradpumpe wird die Luft dabei auch erwärmt. Hier am Ende des Verdichters kommt die Luft dann in die Brennkammer. Hier wird Kerosin eingespritzt und verbrannt. Die Temperatur steigt, die Luft dehnt sich aus und expandiert durch Turbinenstufen. Diese Turbinenstufen haben jetzt nur die Aufgabe, Leistung zu erzeugen zum Antrieb des Verdichters. Nach diesen Turbinenstufen ist das Gas nicht mehr ganz so schnell, wird dann durch eine Schubdüse geleitet und noch ein bisschen beschleunigt und auf Umgebung expandiert und produziert dann einen Abgasstrahl, der viel, viel schneller ist als die Luft, die vorne hineinkommt. Also dieses Triebwerk ist für schnelles Fliegen gebaut. Mit einem modernen Verkehrsflugzeug ist schnelles Fliegen aber nicht notwendig. Deshalb sieht ein modernes Flugtriebwerk etwas anders aus. Die Grundbauteile sind die gleichen, aber am Anfang befindet sich noch ein großer Mantelstrombläser oder Fan, eine Gebläsestufe, die Luft ansaugt und die meiste Luft davon außen durch die Triebwerksgondel um das Kerntriebwerk herum transportiert und am Ende wieder ausstoßt. Diese Luft wird nicht so stark beschleunigt, erzeugt aber den meisten Schub. Das Kerntriebwerk ist dann nur dazu da, um den Fan vorne anzutreiben. Auch am Ende kommt die Luft dann mit langsamerer Geschwindigkeit heraus als bei diesem Triebwerk, weil der Fan vorne angetrieben werden muss. Okay? Warum macht man das Ganze? Große Mengen an Luft zu beschleunigen ist viel effizienter als kleine Luftmengen auf sehr große Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Es ist auch nur dann notwendig, wenn man schnell fliegen will. Mit modernen großen Triebwerken ist nicht nur der Vortriebwirkungsgrad besser durch die Beschleunigung auf kleinere Geschwindigkeiten, sondern auch die Lärmemission des Triebwerks. Das ist für alle die wichtig, die in der Nähe eines Flughafens wohnen. Ich hoffe, meine Erklärungen konnten ein wenig Einblick um die Funktion dieses Flugtriebwerks geben und ja, kommen Sie uns einmal besuchen.